Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Und ja, wir machen weiter mit dem BMW i8. Ja, in der vergangenen Folge, die vor ein paar Stunden erst erschienen ist hier auf dem Kanal, habe ich mir ja den BMW i8 mal zur Brust genommen, mal geguckt, was könnte man denn daran verändern und ihn mal versucht, oder ich habe versucht, ihn mal so aufzubauen, dass er wirklich in Konkurrenz zum Audi R8 oder zum AMG GTR oder zum Hybridbruder, also der Acura NSX steht. Und ich denke mal, grundlegend ist ja schon mal was Gutes dabei rumgekommen. Zeitentechnisch auf jeden Fall auf unserem Testtrack hat es gepasst. Fahrtechnisch sowieso fährt sich super der Build. Der Build übrigens auch freigegeben für euch, also wer den auschecken möchte. Aber ich möchte nochmal ein anderes Konzept machen, nochmal in eine andere Richtung gehen, nochmal was anderes versuchen. Wie hätte BMW vielleicht auch einen Sportwagen bauen können. Natürlich nur mit diesen Mitteln, die uns natürlich Forza Horizon zur Verfügung stellt. Das muss man an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen. Wer den vorherigen Part nicht gesehen hat, dem empfehle ich, den auf jeden Fall anzuschauen, weil genau diese Folge baut auf jeden Fall jetzt auf der Folge zuvor auf. Ja, normal kann man eigentlich diese Horizon-Folgen für sich angucken, aber bei der Folge würde ich es dringend empfehlen, die Folge zuvor gesehen zu haben. So, wir machen aber weiter. Ich will ja gar nicht so viel Zeit verlieren. Ich habe mir gedacht, ich kaufe mir einfach nochmal den neuen BMW i8. Dann können wir nämlich beide mal so ein bisschen gegenüberstellen. Und ja, dann gucken wir mal. Dann kaufen wir uns nochmal hier so einen. Zack, wählen wir mal aus. Farben. Und dann nehmen wir mal eine andere Farbkombination. Genau, so einen schwarzen. Zack, nehmen wir jetzt einfach mal. Kaufen. Ja, mein Ziel ist es halt vor allem, wie schon erwähnt, eben den i8 so ungefähr zu der deutschen Sportwagenkonkurrenz hochzuhieven. Von den Eckdaten her, vom Leistungsindex soll er auch nicht mega darüber liegen. Also den Forza-eigenen Leistungsindex möchte ich beibehalten, ungefähr in der Region. Aber auch von den Leistungseckdaten soll er ungefähr da liegen. Den Versuch, ihn so ungefähr auch auf knapp unter 600 PS, wo zum Beispiel auch der AMG GTR liegt, zu hieven. Das hat nicht so ganz geklappt. Ich habe auch gezeigt in der vorherigen Folge, wieso nicht. Deswegen bin ich ein ganz anderes Konzept angegangen. Ich bin auf quasi Leichtgewicht gesetzt und dafür ein bisschen weniger Leistung. Wir hatten nur knapp 390 PS. Das, was ich jetzt versuchen werde, geht nochmal wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung, aber gucken wir einfach mal. So, da haben wir gute Teil. Natürlich muss aber auch hier wieder das PXH Experimental Stickerchen dran. Jetzt muss ich, glaube ich, das hier laden. Und dann muss ich das, glaube ich, neu speichern. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen kompliziert, das zu machen, aber ich krieg's hin, pass mal auf. Und jetzt muss ich das Auto lackieren. Und jetzt machen wir das wieder dunkel. Der Sticker bleibt da. So, und dann mache ich speichern. Und dann muss ich es jetzt nämlich neu speichern. Also mache ich einfach Forza. Namen gebe ich jetzt da nicht. Genau, das Ganze soll unter dem Motto PXH Experimental laufen. Also quasi sind experimentelle Builds, also Aufbauten. Und weil ich da einfach nur im Ausprobieren bin, ja, das ist nichts Finales, verlassen ohne Speichern muss ich jetzt, genau, das ist ein bisschen kompliziert gemacht, wenn man hier quasi ein Tuning hier duplizieren möchte und jetzt muss ich wieder neu laden, so. Ja, seht ihr mal, die Sorgen eines Designers. Genau, und am Schluss endlich will ich eigentlich mit dem BMW i8 schlussendlich ein PXH Edition haben am Ende. Eine PXH Edition soll rauskommen, die eben genau diese Ziele erfüllt, die ich eben gerade vorher jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, eben zur Konkurrenz zur deutschen Sportwagenklasse quasi steht. So, quasi jetzt haben wir den hier stehen. Und die Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist quasi, wir scheißen mal auf die ganze Hybrid-Technik und machen tatsächlich diesen Motorswap, der uns angeboten wird. Leider, ich habe es in der vergangenen Folge schon gesagt, ist es so, dass wir nicht zum Beispiel den M4-Motor nehmen können, weil für mich ist der perfekte Umbau, wäre halt wirklich, wir hauen diesen Drecks-Dreizylinder-Motor raus, lassen aber die Hybrid-Technik drin und bauen aber den Motor, den Sechszylinder vom M4 oder vom M4 GTS rein. Das wäre, wäre halt geil. Wäre eine Möglichkeit. Oder von mir ist auch der Motor vom M2, ist mir scheißegal. Wäre eine Möglichkeit einfach. Aber ist nicht möglich, deswegen müssen wir quasi die Hybridtechnik komplett über Bord werfen und wir bauen quasi einen 3-Liter V8 Racing-Motor ein, was nicht schlecht ist, ist mal was anderes, kann man ja mal machen. Allerdings habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wenn ich das jetzt einbaue und dann aber den Allrad lasse, passt das ja eigentlich nicht so wirklich, denn der BMW i8 hat ja nur Allrad, weil ein Elektromotor vorne antreibt.
der fällt ja jetzt hier weg. Also ich werfe ja den Dreizylinder raus und ich werfe aber auch das Elektroaggregat komplett raus und mache nur einen Verbrennungsmotor, einen V8-Verbrennungsmotor, der zudem doppelten Hubraum hat. Ja, 3 Liter V8 klingt jetzt immer noch nicht krass, aber hat trotzdem doppelt so viel Hubraum wie das, was wir gerade eben drin hatten. Und wenn ich das aber mache, dann denke ich mal, BMW-typisch, dann würde der aber einen Heckantrieb haben. Also wenn BMW einen Sportwagen machen würde, ja, oder hätten sie aus dem i8 einen richtigen, bösen Sportwagen Richtung Supersportwagen machen wollen, hätten tun, wäre es eher Heckantrieb gewesen. Und genau deswegen würde ich ganz, ganz gerne diesen Umbau auch machen. Ich würde tatsächlich auch auf einen Heckantrieb gehen. Ja, wir sparen natürlich dadurch nochmal ein bisschen Gewicht. Und ja, leistungstechnisch sind wir aktuell bei 300. Ich muss mir das gerade mal ein bisschen mit umrechnen. Da bin ich jetzt nämlich selber gerade ein bisschen außen vor. Da sind wir jetzt aktuell schon bei 481 PS. Also wir sind jetzt schon mal knapp 90 PS über dem, wo wir ja später quasi oder wo wir quasi mit dem vorherigen Bild waren. So, eine Möglichkeit wäre jetzt natürlich, dass wir dem ganzen System hier noch ein Turbo geben, ein Twin-Turbo. Dann hätten wir natürlich richtig Leistung. Ich rechne auch das nochmal kurz um. Dann mit 4, 6, 4. Dann hätten wir sogar 630 PS, 631. Dann wären wir sogar deutlich über dem R8. Das möchte ich eigentlich jetzt dann eher nicht machen, denn das wäre dann schon ein bisschen zu viel, auch wenn das natürlich ein moderner Schritt wäre, so ein V8 Turbo, ja, ist ja auch das, was zum Beispiel der AMG GT, beziehungsweise GTS, beziehungsweise GTR halt hat, machen wir jetzt aber in dem Fall einfach mal nicht. So, jetzt müssen wir aber ja gucken, dass wir irgendwie das Ganze auf den Asphalt bringen. So, jetzt könnten wir natürlich so quasi die Rennreifen und wir wären fertig. Ja, dann hätten wir quasi ein 400, wie viel waren das? 480 PS, glaube ich, ne, habe ich umgerechnet. Ich rechne es aber nochmal um, weil ich es kann. 481 PS. Also wir wären schon mal ein bisschen stärker wie das, was wir in der vorherigen Folge hatten. Wir hätten auch ungefähr diesen Handling-Wert. Das Problem ist einfach nur, Rennreifen, so eine Semi-Slick-Reifen-Mischung ist halt, macht man eigentlich eher nicht so drauf. Ja, das kann man dann machen, wenn man wirklich so einen richtig kranken Sportler am Ende hat. Die Frage ist einfach nur, ob man das denn halt wirklich möchte. Deswegen würde ich schon ganz gern wieder mit den Sportreifen hantieren und gucken, wie ich das sonst irgendwie hinkriege. Beziehungsweise ich werde natürlich die Reifen auch wieder komplett breit machen. Werde auch hier wieder komplett in die Breite gehen. Sind jetzt schon mal beim 7,5er-Wert, was ja auch schon nicht schlecht ist. Und vielleicht kriegen wir durch andere Sachen das ja noch hin. Vielleicht können wir das Getriebe anpassen, was ja nicht schlecht wäre. Wir kriegen keine Leistungspunkte dazu. Differential bauen wir mal noch dazu. So, jetzt gucken wir hier mal noch. Bremsen wäre natürlich noch was Gutes. Ja, da könnten wir nämlich hier, wobei 8,8er Bremsen würden schon reichen. Also, wie gesagt, das Vorbild sind ja R8, GTR, also AMG GTR, Acura NSX und so in die Richtung. Bei so Bremsen wären, glaube ich, schon, könnte man schon machen. Ich probiere es mal. Wir versuchen natürlich vom Leistungsindex nicht zu sehr über die anderen zu kommen, sondern eher so bei denen zu bleiben. Das ist so zumindest mal mein Ziel. Und jetzt baue ich da mal das da rein. So. Ich weiß es nicht. Am Motor, wir könnten natürlich die 500 PS voll machen. Wäre eine Möglichkeit. Die Frage ist halt nur, wie viel LI brauchen wir denn, wenn wir die 500 PS genau voll machen würden. Also sagen wir mal 368. Ja, das könnten wir quasi machen. Zack. Wir können gar nicht so viel machen, wie man sieht. 300, da wären wir schon drüber. Mal hier gucken. Wären wir auch drüber. Okay, Hubraum wäre auch eine Möglichkeit, 3,2, passt mal auf, wir machen das, den Luftfilter nochmal kurz raus. Viel können wir ja nicht umbauen. Das ist, wenn wir einen höheren Hubraum machen, dann hätten wir 373, dann wären wir aber auch schon drüber. Das ist natürlich so eine Sache. Dann hätten wir 67, da wären wir knapp unter 500 PS. Hier, wie sieht es hier aus? Dann wären wir auch drunter, da hätten wir quasi, da hier gespart war, glaube ich, noch Gewicht, ne? Ja, aber nicht viel. Bringt 864, hier ist es 13 kW. Das ist genau das gleiche. Das bringt 377 kW. Ist, glaube ich, genau dasselbe, oder? Ja, das macht keinen Unterschied. Außer, dass wir minimal Gewicht noch sparen bei den Kolben. Dann machen wir aber eher Kraftstoffanlage. Würde ich jetzt einfach sagen. Dann haben wir quasi, also ich rechne es mal ganz kurz um. Dann haben wir, 367. Dann hätten wir 400. 99 PS hätten wir dann. Also quasi ein PS fehlt uns für die 500, aber das, glaube ich, können wir schon mal machen. So, würde ich sagen. Hauen wir da mal dazu. So, da haben wir quasi alles Wichtige schon drin. 7,5 haben wir quasi Ding wert. Wir könnten jetzt hier noch umbauen.
Dann könnten wir, wir sind jetzt schon bei unter 2,3, könnten wir das, das wäre schon zu viel vom Umbau her. Ja, wir könnten quasi eine ganz minimale Gewichtsreduzierung noch machen. Wir sind natürlich vom Beschleunigungswert mit 8,8, sind wir dann quasi auf dem Niveau vom AMG GTR, ja. Können aber mit dem NSX und mit dem R8 nicht mehr mithalten, das ist klar, aber die haben auch Allrad, das haben wir jetzt nicht mehr. Sind auch vom Startwert nicht so gut, fällt mir gerade auf, deswegen wären wir tatsächlich der absolut schlechteste. Aber lassen wir mal so stehen. Ich baue das jetzt einfach mal um. Ist ja natürlich einfach nur mal ein Experiment. Was wir jetzt natürlich noch machen könnten, wäre tatsächlich mal vielleicht andere Felgen. Das habe ich nämlich im vorherigen Modell mal nicht gemacht. Ich mache die jetzt einfach mal größer hier. Können wir ja eigentlich mal machen. 21 Zoller stehen dem eigentlich gut. Ich finde die Serienfelgen eigentlich schon geil, aber wenn wir schon eigenes Tuning machen, dann müssen wir ja irgendwas eigenes machen. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir für Felgen? Am besten welche, die ja noch Gewicht sparen oder so. Was für Felgen würden denn jetzt hier zu diesem Fahrzeug? Die würden jetzt farblich halt zumindest mal passen und würden nochmal Gewicht sparen. Aber nee, das ist, glaube ich, nicht das, was wir jetzt machen wollen. Ist immer schwierig bei Sportwagen geile Felgen zu finden. Schade, dass es einfach keine zweifarbigen Felgen gibt hier im Spiel. Also gut, hier, das sind die Ausnahmen quasi. Aber die kann man ja nicht so einfärben, wie man es gerne hätte. Nee, da müssen wir eher in die Richtung, in die Sektion, glaube ich, gehen, wenn man das haben möchte. Die würden so ungefähr in die Richtung schlagen. Von der Optik her, wo es jetzt reinpassen würde. Dann wären wir auch bei 870 Leistungspunkte. Da wären wir da, wo wir vorher schon waren. Quasi bei einem anderen Aufbau. Es ist nur die Frage, ob das Sinn macht, tatsächlich die Felgen oder so draufzuziehen. Von der Optik her, ich weiß, Felgen, da kann man jetzt alle irgendwie, welche sehen da jetzt gut aus. Aber ich finde, die passen halt so Sportwagen einfach am besten, diese Felgen, die wir hier einfach zur Auswahl haben. Ihr merkt schon, die ziehe ich immer absolut total gerne drauf. So, nee, die passen alle nicht. Ich mache jetzt einfach mal die oder die. Ich glaube, ich mache mal die hier. Einfach, weil ich es kann. So, mal drauf gemacht. Die Größe ist ja schon angepasst hier. Finde ich ganz okay aus. Jetzt sind wir schon bei 870. Können jetzt aber vielleicht Kupplung nochmal machen, oder? Ja, Kupplung würde auch noch gehen. Und das würde auch noch gehen. Ja, da gibt es immer so versteckte Teile, die auch nochmal ein bisschen... was bringen, da haben wir schon alles Wichtige drin. Ja, und den gibt es ja sonst nicht mehr. Das würde ja alles sonst leistungstechnisch was bringen. Okay, dann würde ich sagen, dann lassen wir das mal so stehen. Ja. Und ja, dann bauen wir das einfach mal ein. Ja, es ist ein größerer Umbau. Haben aber auch wieder ein sehr, 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 sehr leichtes Fahrzeug. Also ich glaube, um das kommen wir nicht drum rum, um hier entsprechend Grip-Niveau aufzubauen. Oder halt natürlich, klar, die Semi-Slick-Rennreifen könnte man natürlich machen. Aber wie gesagt, das ist eher, das bringt halt viel zu viele Leistungspunkte. Und ich möchte ja von den Leistungspunkten ungefähr da bleiben, wo wir eben waren. So, jetzt muss ich aber die Felgen einfärben. Ja, das geht jetzt leider nicht anders. Aber mit den Felgen möchte ich eigentlich jetzt... ups, nee, das ist falsch. Bauen wir mal hier andere Felgenfarbe. Machen wir mal Spezialfarbe. Machen wir mal Alu. Oder mein neues Ding ist ja Stahl, ja. Nehmen wir mal Alu halbglänzend, gebürstet. Machen wir mal gebürstet, Tönung. Und dann machen wir die einfach mal so ein bisschen Anthrazit-like. Dunkel rüber, so. Machen wir einfach mal drauf. Ja, aber Auto speichern. Man muss ja ein bisschen badassig sein, weil das ist jetzt auf jeden Fall mit dem V8 3 Liter Motor haben wir drin, der, glaube ich, 11.000 oder so Umdrehungen hochdreht. Das ist also ein richtiges Drehzahlmonster jetzt. Und ja, gucken wir mal, wie das Fahrzeug jetzt hier nur so performt. Ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall schon mal böse aus. Ja, finde ich zumindest mal. So, das ist jetzt mal hier der Zweitversuch. Erstmal schwarzen Bildschirm. Keine Ahnung, wie der Motor klingt. Er klingt jetzt schon ein bisschen böser, würde ich sagen. Gefällt mir optisch jetzt auch richtig gut mit dieser dunklen Lackierung.
So, im Innenraum. Passt die Drehzahl noch? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ne, das sind wir. Quasi hier sind wir. Hier sind wir am Ende. Ja gut, sind wir hier auch mehr oder weniger. Also die Zahlen stimmen im Raum nicht, aber die Drehzahl an sich passt eigentlich schon ganz gut. Wir können hier bis fast 11.000 Umdrehungen hochdrehen. Das ist mal eine Ansage, würde ich sagen. Jetzt aber, wie gesagt, Heckantrieb. Und das merkt man auch. Er beschleunigt bei weitem nicht mehr so, wie er das natürlich als Allradfahrzeug getan hat, oder als Hybridfahrzeug besser gesagt. Natürlich muss ich jetzt auch noch ein bisschen was einstellen. Oh ja, da kommt der Arsch ganz schön schnell. Ja, wir haben natürlich ein sehr leichtes Fahrzeug jetzt. Oh je, da müssen wir einiges einstellen. Aber das war eigentlich klar bei so einem massiven Umbau, dass da einiges verändert werden muss. Uiuiui. So, und das machen wir jetzt einfach auch mal, würde ich sagen. Wir bauen das Fahrzeug jetzt ein bisschen um, beziehungsweise stellen es mal ein bisschen ein. Wir können auf jeden Fall schon mal ein bisschen weniger hier gehen. Bisschen Reifendruck, bisschen reduzieren. Getriebe ist auf jeden Fall viel zu lang gesetzt. Das muss viel kürzer sein. Würde ich jetzt einmal mal behaupten. Ja, machen wir mal 3. Also die 0 auf 100 Werte können uns eigentlich am Arsch vorbeigehen. Oder was hat er jetzt hier? Hier hat er 4,1. Ich mache mal jetzt hier, aber nur Just for Fun, aber mal gucken, was er für Werte angibt. Also die 4,1 lässt er eigentlich fast immer stehen. Also wenn ich hier hingehe, dann ja, wird es natürlich was ganz anderes. Aber ich mache mal 4,4. 4,30 vielleicht. Dann haben wir denselben Wert. Das passt soweit mal. Hier würde ich aber ganz gern... Nee, halt, das war falsch. Hier würde ich eher so gehen. So, so, so. Und jetzt doch alles nochmal ein bisschen kürzer setzen. Und dann das wieder ein bisschen so setzen. Nee, das ist eigentlich auch Quatsch. Dann nochmal das eher so setzen. So. So. Probieren wir es einfach mal aus, wie er sie so fährt, von der Beschleunigung her. Wie gesagt, genau, so genau muss man es nicht nehmen, ist jetzt nur ein Experimental-Bild. Wie gesagt, das Feintuning könnte man dann immer noch machen. Man muss ja aber schon mal halt mal ein bisschen ausprobieren. Man kann natürlich auch noch das ein oder andere Teil einbauen oder rauswerfen. Wir können das mit der Reifenmischung immer noch machen, wenn wir sagen, okay, das wäre jetzt doch sinniger. Ja, da kommt ein bisschen der Arsch, das müssen wir alles jetzt gleich im Fahrwerk anpassen. So, versuchen wir mal hier einfach, ups, den Audi wegzukicken, genau. Dann versuchen wir einfach mal zu beschleunigen, das würde mich mal interessieren, wer das so unten raus. So. Ja, das passt schon besser irgendwie vom Gefühl her. Marschiert auf jeden Fall schon ordentlich nach vorne. Also gefühlt hat das Fahrzeug hier irgendwie mehr Power. Aber es ist auch ein bisschen zickiger zu fahren. Aktuell auf jeden Fall. Aber da versuchen wir jetzt natürlich ein bisschen was hinzukriegen. Übers Fahrwerk. Das würde ich sogar ganz gern so lassen. Das würde ich so machen. Würde tatsächlich bei der Version tatsächlich ein bisschen mehr Sturz fahren wollen. Hinten gar nicht mal so viel. So vielleicht. Ja, da hinten, das passt gar nicht. Da müssen wir jetzt in eine ganz andere Richtung gehen. Die hinten ein bisschen ausgleichen. Die Höhe lassen wir mal so. Hinten. Ja, ich würde es eher nicht ganz so krass machen. Eher weicher machen. Das Fahrzeug ist eh sehr leicht. Ich würde es eher sogar ausgleichen, wenn ich ehrlich bin. Hier würde ich auch eher das Ganze so machen. So.
Das hier würde ich sogar mehr oder weniger lassen. Bremsen lassen wir vorerst auch mal stehen. Und das Differential muss auf jeden Fall verändert werden. Das kann ich auf keinen Fall so stehen lassen. Nochmal vielleicht 40%. Probieren wir es einfach mal aus. Ein bisschen. Dass wir natürlich ein bisschen Wheelspin am Start haben, ist klar durch den Heckantrieb jetzt. Aber es geht jetzt auch darum, dass wir halt eben Kurven und überall. Ja, Stufenaufstiege reicht ja geil. Kannst wieder nicht drücken. Da muss ich das jetzt ein bisschen ausprobieren, natürlich. Auch. Ich meine, das perfekte Tuning, das Feintuning, das kriege ich jetzt eh nicht in der Folge hin. Weil das macht man dann halt mit ganz, ganz viel Ausfahrt, viel Testen. Mal gucken, in der Stadt ist jetzt nicht gerade unbedingt das perfekte Testgebiet. Deswegen porte ich jetzt mal nicht einfach mal irgendwo mitten hier in Urwald. Da haben wir nämlich ganz viele Kurven, viele Höhenunterschiede. Da wird das Fahrwerk ein bisschen mehr rangenommen, ein bisschen härter rangenommen. Da kann man das ein bisschen besser testen. Deswegen probieren wir das da einfach auch nochmal aus. Großes Problem, was das Fahrzeug halt hat, ist, dass halt keine aktive Aerodynamik irgendwie dabei ist, sondern wir einfach nur diese starre Aerodynamik halt haben, und ob die halt ausreicht, ist halt die Frage, und halt diese schmalen Hinterreifen. Die haben halt wenig Gewicht, klar, aber wenig Gewicht sorgt halt nicht unbedingt für Bodenhaftung, sondern es kann zwar natürlich hohe Kurvengeschwindigkeiten oder kann für hohe Kurvengeschwindigkeiten sorgen, aber... Frage ist halt natürlich, wie das Fahrzeug halt eben in diese Kurven meistert. Fährt sich an sich ganz okay jetzt hier durch. Ein bisschen hier schneller durch. Das passt schon mal, eigentlich sogar ganz gut. Hier durch diese Kurven. Wie gesagt, Feintuning ist nochmal eine andere Kiste. Aber es geht ja auch nochmal um ein Grundkonzept aufzustellen beim Fahrzeug, was wir im letzten Part eben hatten, als ich den quasi den Dreizylinder-Hybrid ein bisschen aufgebohrt habe. Da habe ich jetzt auch nur so ein 0815-Tuning ganz schnell gemacht. Also deswegen ist das jetzt nicht ausschlaggebend. Ist ja auch nur ein Experimental-Bild. Da wird noch ein bisschen experimentiert. So, ich versuche jetzt mal nicht hier unnötig zu driften, weil für das eignet sich das Fahrzeug jetzt natürlich hervorragend, wenn man das möchte. Ja, das Fahrzeug ist immer noch sehr, hat immer noch so ein bisschen die Eigenschaften, was es vorher schon hatte. Dass es sehr schnell einlenkt, die Einlenkreaktion sehr hoch ist. Der große Nachteil, was wir halt jetzt haben, ist, dass halt über die Vorderachse nichts mehr angetrieben wird. Und dadurch kann es halt passieren, dass der Arsch halt doch mal kommt. Hier, wenn man es übertreibt. Aber es geht eigentlich. Also ich hätte jetzt Schlimmeres erwartet, oder das hat sich am Anfang schlimmer angefühlt. Ich glaube, diese 0815-Einstellung, die ich jetzt schon gemacht habe, die war schon gar nicht so schlecht. Muss nur ein bisschen mit dem Gas aufpassen, dass man nicht so sehr mit dem Gas so sehr übertreibt. Das ist natürlich die Frage. Man könnte jetzt halt... Boah, ja, geil. Man könnte jetzt halt beim Differential das Differential ein bisschen noch weiter aufmachen. Dann hätte man quasi, würde man tatsächlich ein bisschen Speed verlieren. Aber es könnte halt sein, dass es ein bisschen angenehmer aus den Ecken raus beschleunigt. Das könnte passieren. Jetzt fahren wir mal das Stück einfach nochmal ein bisschen testen, bevor wir dann gleich auf unsere Teststrecke gehen. Um da eine Zeit mal zu setzen. Ich kann ja die Teststrecke mal abfahren, nur mit Verkehr. Zwar, gut, das ist jetzt ein bisschen zu schnell gefahren. Und wir sind wieder zurück. So, das ist jetzt hier auch ein interessanter Abschnitt. Aber bleibt in der Spur. Das hat er vorher noch nicht, also da ist er vorher richtig ausgebrochen. An der Stelle. Ja, was man halt so alles machen kann, wenn man ein bisschen was am Fahrwerk ändert. Ja, ich würde sagen, ich lasse es mit dem Differential. Man muss halt ein bisschen aufpassen mit dem Gaspedal, aber man darf nicht vergessen, wir haben immer noch einen Heckantrieb. Ja, das kann man natürlich nicht vergleichen mit dem Allrad. Ein Heckantrieb fährt sich natürlich immer ein bisschen anders. Ja, das ist auch ganz klar.
Wie gesagt, die perfekte Feinabstimmung kann man dann immer noch machen. Beziehungsweise manche Teile nochmal aussortieren. Klingt einfach schon viel brutaler, das Fahrzeug. Mit so einem Motor, oder? Das ist halt krass. Das ist ein Hochdrehzahl V8-Motor. Oh, guck mal, wir gewinnen 75S. Haben wir den nicht sogar schon? Nee, scheinbar nicht. Dann nehme ich ihn natürlich gerne. Getriebe ist ja nochmal so ein eigenes Thema. Also ich glaube, das Getriebe müsste man auch nochmal auf jeden Fall anpassen. Auch grundlegend. Passt es schon ganz gut hier. Ja, ich glaube, ich lasse es jetzt vorerst mal so. Bevor ich jetzt zu sehr ins Detail gehe, würde ich das Setup jetzt einfach mal so stehen lassen. Und ich speichere das jetzt einfach auch mal direkt ab und gebe das auch natürlich frei bei. Das könnt ihr beides einfach auch mal austesten. Ausnahmsweise, ja, wie gesagt, normalerweise sind die Experimental Builds, die ich mache, die mache ich eigentlich in den meisten Fällen für mich persönlich, für mich alleine, einfach um Sachen zu testen. Die gebe ich auch normalerweise nicht frei. Aber ich, ja, wollte euch da einfach auch mal mit in diesen Prozess jetzt gerade bei dem BMW i8 mitnehmen, weil das, finde ich, auch ein interessantes Thema ist. Ich hoffe, ihr findet es auch interessant. Ich weiß es natürlich nicht. So Experimental, und dann nenne ich das Bild jetzt einfach mal V8. Ja, das andere habe ich R3 genannt für den Dreizylinder und gebe das Ganze einfach euch auch mal frei. Wie gesagt, vom Leistungsindex sind wir auch wieder bei 870, also ungefähr da, wo eben die Konkurrenz halt eben ist. Was mache ich denn jetzt hier? Rundstrecke, Allrounder, guter Allrounder oder sowas. Gebe ich das mal frei, das andere Setup gebe ich auch gleich mal noch frei. Chengoladen. Also hier haben wir jetzt beide quasi im Vergleich. Ja, beim anderen haben wir deutlich mehr Drehmoment, wir haben Allrad, das ist nochmal ein bisschen leichter, haben quasi einen krasseren Beschleunigungswert, besseren Handlingwert, besseren Startwert, dafür sind die Bremsen jetzt schlechter, die Höchstgeschwindigkeit ist nicht so gut. Also ja, es gibt dafür und da wieder, mal gucken, was jetzt gleich auf dem Testtrack dabei rausspringt, ich bin gespannt. Angenehmer fahren tut sich natürlich die Allrad-Variante, das ist ganz klar, die Allrad-Fahrzeuge sind immer deutlich besser zu fahren hier in Forza. Das ist ganz normal einfach. Ja, das möchte ich auch noch gern freigeben. So, gehen wir mal einfach die gleichen Einstellungen. So, gute Allrounder-Teile. Da könnt ihr euch, beziehungsweise könnt ihr auch mal beide Experimental Builds einfach mal auch ausprobieren. Könnt mir da sehr gerne dann auch Feedback geben. Ich werde das dann auch erstmal ruhen lassen, dieses i8-Projekt. Ja, ich möchte euch ja jetzt nicht, so wie ich es damals mit dem AMG GTS getan habe, da einige fanden es auch nicht so cool, zu bombardieren, die ganze Zeit nur noch dieses Fahrzeug bringen, sondern das ist jetzt heute mal diese zwei Parts, dann lasse ich das jetzt einfach mal ruhen, eine Woche oder zwei, mal gucken. Ich gucke wirklich, also wenn es jemand testet, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare, könnt ihr gerne eure Meinung dazu schreiben, auch vielleicht eigene Ideen, wie könnte man das Fahrzeug auch noch aufbauen, vielleicht bin ich da auch noch auf noch irgendeine Idee noch gar nicht gekommen, was auch Sinn machen würde, damit man halt einfach in diese Richtung geht. Wie gesagt, das Ziel ist halt einfach, man soll in direkter Konkurrenz halt zu dem AMG GTR, ein bisschen unterm Audi R8 vielleicht noch stehen, aber halt so auch ungefähr in diese Richtung einfach, da soll es hingehen, und auch das soll halt dann quasi von den Leistungseckdaten sowie aber auch halt von vom Leistungsindex hier im Spiel halt nicht komplett in eine komplett falsche Richtung gehen, das soll schon alles ungefähr gleich sein. Solch, so eine PXH Edition würde ich ganz gerne aufbauen einfach. Das, in die Richtung soll es halt gehen. Und ich denke mal, die zwei Konzepte sind so schon mal grundlegend der richtige Schritt. Jetzt geht es nur darum, in welche Richtung möchte man gehen. Und da, ja, lasse ich euch gerne Feedback aussprechen und mal gucken, was ihr dann dazu sagt. So, jetzt gucken wir aber erstmal, was das Setup hier für eine Zeit fahren kann. Ich gehe mal davon aus, dadurch, dass wir topspeed-technisch, glaube ich, hier ein bisschen krasser unterwegs sind, könnte da schon eine krasse Zeit rumkommen. Ich bin mal gespannt. Jetzt müssen wir aber erstmal das Ganze hier auf den Asphalt kriegen bei dem Heckantrieb. Kommt natürlich bei weitem nicht so schnell weg wie beim Fahrzeug in
der vorherigen Folge. Aber jetzt gucken wir einfach mal. Waren auch hier zwei Zeiten. Fährt sich aber sehr ruhig, sehr angenehm, als würde das ein Heckantrieb ist. Finde ich sehr angenehm zu fahren. Wie gesagt, Feintuning, kann man immer noch ein bisschen was rausholen, das ist ganz klar. Klingt halt einfach brutaler mit dem Motor, da wollen wir gar nicht drüber reden. Wahrscheinlich klingt es einfach nur brutal, ist aber scheiße langsam. Möglich wäre es zumindest mal. Aber jetzt gucken wir mal, zwei Versuche habe ich. Jetzt erstmal rantasten an das Ganze. Hört sich aber sehr ruhig, finde ich, von der Fahrt her. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt eine mega Zicke ist. Trotz Heckantrieb und so weiter, bringt die Leistung ganz gut auf den Asphalt auf jeden Fall. Vor allem, was auch sehr gut ist, das Fahrzeug ist jetzt nicht untersteuernd oder massiv übersteuernd. Klar, dass der Arsch hier und da mal ein bisschen kommt, ist klar. Aber völlig okay. Zu früh, glaube ich, jetzt im vierten gegangen. Ich glaube sogar, dass wir eine schlechtere Zeit schaffen jetzt erstmal mit dem Fahrzeug, tatsächlich. Man denkt zwar so, der geht jetzt mehr ab, aber es geht da gar nicht so. Bin ich ein bisschen zu weit raus, leider. Aber jetzt gucken wir mal. Das ist jetzt erst der erste Versuch. Es wurde mir gleich nochmal einen zweiten Versuch. Bisschen zu spät eingelenkt. Also liegt auf jeden Fall noch gut Zeit vergraben. Gucken wir mal, wie wir hier rumkommen. Bisschen zu weit außen angelenkt das Ganze. Weil da habe ich jetzt da unten. Also da ist noch sehr viel Zeit, liegt da vergraben. Ich werde auch dann gleich im zweiten Versuch das natürlich versuchen, besser hinzukriegen. Ja, Topspeed technisch geht gar nicht so viel mehr. Man denkt jetzt, wow, der hat jetzt mehr Leistung, da muss ja jetzt mehr gehen, aber so viel schneller sind wir jetzt auch nicht. Ja, doch ein bisschen schon, aber. Na, gucken wir mal. Gucken wir mal. Setzen wir mal fort. Zeitlimit wird angepasst. Und dann probieren wir das jetzt gleich nochmal im zweiten Versuch. Nein. Und dann gleich nochmal probieren. Es sind viele Fehler drin, also liegt auf jeden Fall nochmal. Nochmal gut Zeit begraben, definitiv. Also da kann man auf jeden Fall nochmal ein bisschen was rauskitzeln. Das sollte klar sein. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Jetzt probieren wir es nochmal. Wir werden jetzt natürlich versuchen, das Fahrzeug ein bisschen mehr am Limit zu fahren, aber auch die entsprechenden Stellen besser zu fahren. Definitiv, da bin ich jetzt hier und da dann doch zu sehr von der Ideallinie abgekommen. Hier sehen wir auch noch die schönen Reifenspuren von gerade eben vom Start. So, da stehen wir. 20 Sekunden geht es wieder rund. So, ich habe mal versucht, ein bisschen sanfter zu starten, hat aber Wheelspin-technisch keinen Unterschied gemacht. Leider. So, jetzt gucken wir mal. Bin gespannt. Oh, das war jetzt ein bisschen zu spät. Ich habe es mal probiert. Also ich probiere jetzt im zweiten Versuch, probiere ich jetzt ein bisschen mehr Risiko. Deswegen kann es sein, dass ich das öfter jetzt dann doch mal ein Flashback ziehe. Aber das mache ich ja bei jedem Fahrzeug so. Also Chancengleichheit für alle. Weiß hier auch nicht ganz optimal rum. Oh, das war's. Was mache ich denn?
So, jetzt hier rum. Ja, Getriebe ist nochmal so ein Punkt, da muss man deutlich nochmal nachjustieren. Gerade bei so einem Motorswap, da passt jetzt halt vorne und hinten nichts mehr. Deswegen muss man da schon ein bisschen aufpassen. Ja, das war jetzt auch... Was mache ich denn? Total verwirrt. So, komm, komm, komm. Oh, also jetzt mache ich gerade voll viele Fehler. Es tut mir gerade ein bisschen leid. Eigentlich möchte ich nicht die komplette Runde hier oder jede Kurve mit zurückspulen. Aber das Getriebe passt halt nicht und deswegen passen die Schaltzeitpunkte nicht mit den meisten Fahrzeugen, die ich sonst hier so fahre, überein. Und deswegen bin ich hier oftmals einfach im falschen Gang. Das tut mir gerade so ein bisschen leid. Deswegen kommen halt auch öfters mal so Fehler zustande. So, jetzt gerade im hinteren Abschnitt habe ich richtig viel Zeit gerade vorliegen lassen. Dann versuche ich das jetzt mal hier jetzt auf jeden Fall richtig gut hinzukriegen. Also Fehler sind immer noch genug drin, aber das liegt auch daran, dass das Fahrzeug noch nicht ganz perfekt abgestimmt wurde, meiner Meinung nach. Krieg ich das jetzt gerade nicht hin? Meine Güte. So, jetzt komm hier. Ich entschuldige mich. Ich habe schon wieder mich verschalten. Ich muss hier nicht runterschalten. Weil das Problem ist einfach, weil ich ganz andere Getriebe gewöhnt bin. Wenn wir natürlich im fünften Gang bleiben. So, dritter Gang. Eng hier rum. Voll aufs Gas. Ja, das ist genau so was, was man natürlich mit Fahrwerk-Feinabstimmung noch hinkriegen könnte. Das hier auch, das sollte eigentlich nicht passieren. Ach Mann, ich probiere gerade halt auch ein bisschen den Grenzbereich aus. Deswegen, ich spule hier echt gerade viel Scheiße zurück, ne? Eigentlich voll Scheiße, was ich hier zusammenfahre. Aber ich probiere gerade ein bisschen halt auch was aus. Ich habe im Erstversuch gerade ein bisschen zu wenig den Grenzbereich ausprobiert. Deswegen, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal einen dritten Versuch mache, dann dürfte es auf jeden Fall besser aussehen. Boah, da komme ich ein bisschen neben raus. Oh, ach Gott. Das darf sowieso nicht zählen. Hier kürze ich eiskalt ab. Deswegen, das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Nur da jetzt hier das richtig machen. So, jetzt aber. Ja, die Zeit ein bisschen viel Flashbacks, aber wie gesagt, ich versuche natürlich bei jedem Fahrzeug das mehr oder weniger gleich zu machen. Bin jetzt natürlich hier im Grenzbereich öfters mal neben rausgefahren. Das tut jetzt auch nichts zur Sache. Ja, es geht hier darum, dass es hier nur ein Experimental-Bild. Ja, es geht ja nur dazu gucken, was ist denn möglich. Und natürlich beim finalen Produkt, das ist ja nochmal eine andere Sache. Egal, wir gucken auf die Zeit. Und da haben wir eine 3:26.5. Das heißt, wir ziehen hier in dem Falle nochmal die 20 Sekunden ab. Und dann haben wir eine 06.584 und ja, damit rein wir uns ja direkt hinter der Limited Edition des AMG GTS ein und direkt vor den Mercedes AMG GTR. So, muss jetzt aber auch an der Stelle ganz klar sagen, das ist jetzt eine Sekunde. Eine Sekunde ist jetzt aber nicht so viel wert, zumal ihr habt auch gesehen, ich habe viel Flashbacks nutzen müssen, was natürlich auch nicht gerade ein Indiz dafür ist, dass dieses Fahrzeug jetzt super gefahren ist.
Probiert es einfach mal selber aus. Wie gesagt, ich finde es nicht schlecht, so wie es sich fährt, aber hier und da am absoluten Grenzbereich wäre das Auto doch schon relativ instabil. Und da müsste man auf jeden Fall nochmal ein bisschen mit Feintuning, bisschen auf jeden Fall Hand anlegen, nochmal am Fahrwerk ein bisschen was machen. Dann könnte man das auf jeden Fall wegbekommen und dann würde die Zeit, die wir jetzt hier haben, auf jeden Fall schon auf jeden Fall stimmen und auch Sinn ergeben. Also der Bild ist auf jeden Fall nochmal deutlich schneller als das, was wir eben in der vergangenen Folge hatten. Und eine mögliche Variante, wie man eben dann diese PXH Edition des BMW i8 aufbauen könnte. Gut, ich gehe jetzt hier mal raus. Und ja, möchte an der Stelle dann einfach nur sagen, ich möchte es nicht an die Freunde senden, meine Güte, das ist mir letztes Mal schon passiert. Nee, ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, testet es einfach mal selber aus, ich gebe euch da genug Zeit und schreibt mir gerne hier unter dieses Video bitte aber, nicht unter ein anderes, dann das Feedback einfach zu den beiden Builds, was ihr sagt dazu und was man eben noch vielleicht auch machen könnte, ganz gerne. Und dann gucken wir mal, ob wir da nicht eine geile PXH Edition aus dem i8 rauskitzeln können. Wie gesagt, die Version hier ist nicht schlecht. Vom absoluten, also mir gefällt sie schon sehr gut. Natürlich absolut besseres Klangbild. Alter, jetzt werde ich ja zusammengecrashed. Also okay, den Treiber Tarn gefällt die Version nicht. Das heißt, ich habe was richtig gemacht. Also wie gesagt, es ist fahrwerkstechnisch müssen wir da noch ein bisschen was machen. Am Differential müssen wir da noch ein bisschen einstellen. Müsste man aber bei der anderen Version auch. Ich sehe, da kommt der Arsch einfach viel zu schnell. Das darf halt nicht passieren. Driften ist super, ja. Aber nee, da muss man noch ein bisschen was machen. Und dann ist aber, glaube ich, die Basis hier gar nicht so schlecht bei dem Fahrzeug. 500 PS haben wir. Das ist schon mal eine ordentliche Sache. V8-Motor, der hier bis 10,5 bis oder fast 11.000 Umdrehungen dreht. Also eigentlich keine so schlechte Sache. Richtig sportliches Fahrzeug. Und damit könnte das auf jeden Fall ein Konkurrenzprodukt sein. Zum AMG und zum Audi A8. Aber wie gesagt, ist nur die Basis. Gucken wir mal, was wir draus machen. Oder vielleicht packen wir doch nochmal. Guck mal, wie hier nur so i8 rumfahren. Ne, vielleicht packen wir einfach nochmal die, wie gesagt, die Hybrid-Variante an. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen was machen könnten. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Gut, ich bin jetzt aber an der Stelle raus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Und dann hört man sich doch hoffentlich die Tage wieder. Bis dann. Ciao. Wuhi.